Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Donnerstag, den 31. Oktober. Ja, und einen schönen Feiertag wünsche ich. Es ist Reformationstag, deswegen haben wir Feiertag. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich gar nicht. Ja, und ja, dürfen wir heute mal schauen, was können wir vielleicht auch selber in die Veränderung bringen, reformieren. Was ist in unserem Leben alles auch an Veränderung geschehen? Gleichzeitig ist es ja in anderen Traditionen Samhain oder Halloween, das Gedenken an die Verstorbenen, an die Ahnen. Ja, und damit an das Leben überhaupt, Días de Muertos. Ja, hier dürfen wir uns vielleicht auch noch mal ein Stück weit eben bewusster werden. Ja, was wollen wir ganz konkret auch in Zukunft gestalten? Ja, wie wollen wir heute unsere Zukunft vielleicht auch verändern? Ja, bewusst verändern. Schauen wir. Es gelten natürlich nach wie vor diese ganzen Konstellationen, astrologischen Konstellationen, die ich schon angesagt habe. Mars in Trigon zu Neptun, das bringt sehr viel spirituelle Energie hinein. Das Sextil zu Jupiter ist natürlich auch noch sehr wirksam. Na, das dauert so alles auch seine Zeit, na, ehe sich diese Konstellationen dann tatsächlich wieder auflösen. Ein starkes Dreieck, ne, mit Pluto dann noch, zu dem sich langsam die Opposition ausbildet von Mars. Und ja, hier in der Tiefe nochmal geschaut werden darf, wie kann es dann in Zukunft weitergehen mit bestimmten Themen, die uns auch innerlich immer wieder beschäftigen, aber ne, wie können wir sie im Äußeren tatsächlich auch angehen. Ja, die Spannung von Venus zu Saturn haben wir noch, ja, wo eben auch geprüft wird, was an Werten, Beziehungen, ja, Selbstwertthemen, ja, einmal auch korrigiert werden darf und was es auf die Dauer standhält. Und natürlich die Neumondenergie, die bahnt sich jetzt hier ganz klar und stark an. Ja, und wir haben hier die Routen dazu. Wir hatten ja gestern schon die 11 mit dabei durch die vier Stäbe, die 11-11. Heute haben wir jetzt nur die 11. Also es geht schon auch nochmal um uns, ja, dass wir hier Dinge bereinigen und klären. Ja, vielleicht auch kräftig ausdiskutieren, aber dann ist es eben auch geklärt, ja, in welche Richtung auch immer. Ja, darfst du dich hier vielleicht auch konkret drauf vorbereiten und ja, auf vielleicht auch Streitgespräche, aber ne, muss jetzt nicht Streitgespräch sein, sondern dass du Dinge angehst und klärst, ist wichtig. Ja, und natürlich auch die Energie klärst, reinigst. Ja, das sollten wir immer wieder auch tun und gut beachten. Und ja, natürlich auch, das betrifft auch das Äußere, dass wir ne, unser äußeres Umfeld reinigen, klären. Nicht nur noch durch Rituale, Räuchern, was auch immer, oder Energiearbeit eben halt grundsätzlich, sondern ja, selbst unser Hausputz, so wie auch unsere persönliche Reinigung und so weiter, tragen ja ganz wesentlich dazu bei, ne, dass sich Energie reinigt und klärt. Ja, und unsere Gedanken dürfen wir natürlich auch reinigen, klären, Selbstzweifel vor allem, ja, wo wir im Streit, immer wieder im Streit und Zweifel mit uns selbst sind. Der Turm, ja. Ja, vielleicht bei manchem, in manchem Aspekt kann hier etwas wirklich sehr abrupt auch von dir selbst eingerissen werden. Ja, der Turm ist eine sehr überraschende, plötzliche Energie, aber befreiend. Ja, es ist eine doch sehr positive Energie. Manchmal fühlt sie sich vielleicht auch etwas ruckelig an, weil sie ja so überraschend daherkommt. Ne?
durch bestimmte Einsichten, aber auch durch Tatkraft etwas auch mutig und tatkräftig dann anzugehen und schon geht's voran, ja. Naja, sie hat hier, ne, gezaubert, sozusagen, hat den Turm zum Einsturz gebracht. Eigentlich kommt beim Turm, ja, der einschlagende Blitz immer von außerhalb, nicht durch uns unbedingt bewirkt, ja, aber naja, es ist so eine Mischung, ne? Es ist eben eine große Arkana, steht die göttliche geistige Welt sehr im Hintergrund. Das wird hier sehr betont. Aber natürlich ist es sehr mit uns, mit unserem Agieren, mit unserem Handeln, mit unserem Losgehen, mit unserem Stehen zu uns selbst verbunden, ja, dass wir auch aus unseren Ängsten, Sorgen und Zweifeln bewusst heraustreten, sie angehen und damit einiges eben vermögen, ne? Ja, da für uns hinderliche Mauern sozusagen zum Einsturz bringen können. Ja, mit den Steinen der Erfahrung, Steinen des alten Gebäudes kann getrost auch wieder neu gebaut werden, aber eben ein lebenswürdiges, ein förderndes, ein beherbergendes, ein ja, wohltuendes Gebäude. Ne? Ja. Ja, ein reinigendes Gewitter sozusagen, manches Gespräch ist so. Manches Vorgehen vielleicht auch, ne? Aber dann ist eben der Weg frei für neue, wertvolle und lebensfördernde Entwicklungen. Ne? Ja, das kann durchaus eben auch durch Sachen wie Aussortieren, Bereinigen, aber wie gesagt, eben auch Gespräche oder ja, auch eigene innere Klärung so vonstatten gehen. Ja. Ja. Gute Energie, wirklich gute, befreiende Energie, ja, Reformation. Hier wird etwas, ja, aus der Form gebracht, die nicht wohltat, und wieder in eine wohltuende Form gebracht. Du bist im Drama gefangen, befreie dich, bewege dich, verändere dich und erblühe ganz neu. Ja. Du bist im Drama gefangen, aber du hast auch die Kraft und Energie, daraus freizukommen. Ja? Du entscheidest für dich, ob du dann drin noch länger sitzen möchtest, ja? Ob du dich weiter von Ängsten, Sorgen, Zweifeln gefangen lähmen lassen möchtest, ja, oder ob du dir nicht anschauen möchtest, ne? Was sind denn die Wünsche, Träume, Ziele, die dahinter stehen, ne? Das, was dir am Herzen liegt, und was kannst du selber dazu tun, ja, ein Drama zu beenden und in wohltuender Weise voranzukommen, ja? Geh los, du wirst darin unterstützt, ja? Befreie dich. Bewege dich. Ja, für manch einen ist das die Bewegung tatsächlich auch sehr wohltuend. Rausgehen, raus heute, den Tag einfach auch so ein Stück weit genießen oder überhaupt mal rausgehen und den Kopf durchlüften, sodass überhaupt neue Gedanken kommen können, neue Empfindungen, ne? Die, befreiende Empfindungen. Ne? Verändere dich, ja. Trag du selber zu deiner Veränderung bei. Ich wünsche dir gutes Gelingen dafür, sehr viel Mut, geh voran, ja, wundervolles Klingen und du bekommst ja auch wundervoll dann noch mit Anschub, ja. Alles Liebe dafür und bis bald, deine Tara von Tarot Rainbow.